Und in Straßburg hat heute mein Kollege Marlon Amoyal den Tag im Parlament beobachtet. Hallo nach Straßburg, Marlon. Wie kontrovers war denn die Debatte zu Afghanistan heute? Ja, Julia, die war in der Tat kontrovers, weil vor allen Dingen das Eingeständnis, und das war vielleicht noch das Übergreifende, hier da ist, dass das ein Tiefpunkt ist der westlichen Außen- und Sicherheitspolitik. Josep Borrell, der hat hier schonungslos eine Analyse am Anfang der Debatte und jetzt auch noch mal zum Ende der Debatte, die jetzt hier vor wenigen Minuten ja erst zu Ende ging, gestellt. Von Debakel war gesprochen worden, von einem Tiefpunkt und von einer Verantwortung für die humanitäre Katastrophe, die jetzt in Afghanistan herrscht. Und da ist dann aber auch schon die Gemeinsamkeit vorbei gewesen. Beispielsweise gab es von der EVP-Fraktion die Forderung, dass man jetzt schneller in sicherheitspolitischen Fragen, verteidigungspolitischen Fragen nach vorne gehen muss. Aber es gab eben auch die Stimmen, die gesagt haben, dieses Eingeständnis des Westens, dort versagt zu haben, dem muss man anders begegnen als mit militärischen Mitteln. Und um das etwas mehr zu vertiefen, sind wir jetzt im Gespräch mit Martin Schirdewan, der ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Europäischen Parlament. Wir haben heute eine Debatte erlebt, die versucht, so ein Stück weit dieses Debakel aufzuarbeiten, was dort in Afghanistan sicherlich alle in den letzten Wochen maßgeblich beschäftigt hat. Welche Rolle kann denn die EU, welche Rolle soll denn die EU eigentlich in dieser Krise spielen? Und zunächst muss man mal sagen, dass ich froh bin, dass Josep Borrell tatsächlich die Kraft gefunden hat, von einem Debakel der westlichen Außenpolitik und der EU-Außenpolitik an dieser Stelle zu sprechen und ganz klar konstatiert hat, dass die militärische Intervention in Afghanistan gescheitert ist und dass die NATO dort eine Niederlage erlitten hat. Und ganz klar stehen wir jetzt vor der Aufgabe, und das ist das Unmittelbare, was wir tun müssen, die humanitäre Krise anzugehen. Das heißt, wir brauchen humanitäre Korridore, um die dort zurückgelassenen und besonders bedrohten Personengruppen aus Afghanistan bringen zu können, so wie sie es denn wollen. Wir brauchen eine unbürokratische Visavergabe und es müssen sofort die Abschiebungen nach Afghanistan dauerhaft eingestellt werden. Sprechen wir gleich über die humanitäre Dimension dieser Krise dort. Sie haben gerade Josep Borrell ja auch so verstanden, dass er gesagt hat, dass dieser Militäreinsatz gescheitert ist. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ganz klar, dass man auch in Zukunft nicht romantisieren kann. Das heißt, dass auch die europäische Außen- und Sicherheitspolitik maßgeblich auch auf militärische Unabhängigkeit setzen muss. Ein Beispiel habe ich gerade genannt. Michael Gahler, EVP, für die EVP hat es noch mal gesagt, es braucht eine europäische Einsatztruppe, die schlagfertig ist, die auch einen Flughafen Kabul verteidigen kann. Sie sehen das anders. Naja, die Romantik eines 20-jährigen Krieges, der hunderttausende Tote sozusagen zur Folge hatte, die erschließt sich mir nicht. Der ein komplett zerstörtes Land hinterlässt, die erschließt sich mir wirklich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man da von Romantik reden kann an dieser Stelle. Und da widerspreche ich tatsächlich sowohl dem Außenbeauftragten der Europäischen Kommission als auch an dieser Stelle natürlich den konservativen Kollegen. Ja, man muss klar sagen, er sagt halt ganz klar, dass es eben auch in Zukunft militärische Interventionen geben wird, auch um sicherheitspolitische Positionen vertreten zu können und letztendlich auch humanitäre Krisen, so muss man es ja vielleicht auch nochmal dezidiert sagen, dann auch zu verhindern. Das ist das, was Borrell gesagt hat. Ja, diese konkrete humanitäre Krise, über die wir hier reden, die ist ja durch die militärische Intervention überhaupt erst hervorgerufen worden und durch den überhasteten Abzug, durch die Signale der Vereinigten Staaten, vor allem auch in Richtung der Taliban, die zum Kollaps der afghanischen Regierung und der afghanischen Armee geführt haben. Und das hat uns in diese humanitäre Krise ja erst überhaupt hineinmanövriert. Also die Ursache ist der Militäreinsatz und der überhastete, vor allem nicht planlos vollzogene Abzug an dieser Stelle. Und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir jetzt wieder weitere Militäreinsätze brauchen, das halte ich für wirklich abenteuerlich. Die eigentliche Schlussfolgerung muss doch sein, wie es dazu in Zukunft nicht mehr kommen kann, wie man also eine friedliche Konfliktlösung bestärken kann, auch in der europäischen Außenpolitik. Das sind die interessanten Fragen und die hat Borrell heute überhaupt nicht angesprochen. In der Resolution, die Sie, die Linke, hier vorgelegt hat, geben Sie ja auch der NATO, geben Sie dem amerikanischen gemeinsamen Bündnis die Verantwortung für das, was dort jetzt vor Ort passiert ist. Gleichzeitig zwingt jetzt die Situation auch die Europäische Union dazu, sich die Frage zu stellen, muss man zukünftig mit den Taliban zusammenarbeiten? Wie beurteilen Sie diese schwierige Situation und wie ist das eigentlich möglich? Zusammenarbeit, würde ich sagen, da muss man sehr vorsichtig sein und von Fall zu Fall entscheiden. Klar ist, dass man diese Regierung derzeit nicht anerkennen kann.
klar für uns im Europäischen Parlament als Linke. Klar ist aber auch, dass man im Moment dazu gezwungen ist, mit den Taliban, die dort derzeit die Macht ausüben, auch zu reden, um eben denjenigen, die besonders bedroht sind von der Machtausübung der Taliban, entsprechend auch die Möglichkeiten zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Es geht zuallererst darum, die Ortskräfte, also auch die deutschen Ortskräfte und ihre Familien in Sicherheit zu bringen, als auch besonders bedrohte Personengruppen. Und deshalb ist man im Moment leider in der Situation, dass man mit den Taliban reden und auch verhandeln muss. Sagt Martin Schirdewan zu einer sehr verquickten Situation gerade in Afghanistan. Ich sage herzlichen Dank für das Interview.